dann legen wir los mit der Pressekonferenz nach unserem vorletzten Heimspiel in diesem Jahr gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Beide Trainer sind da. Herr Preußer, Ihre Analyse zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank. Am Ende des Tages steht eine 3-0-Niederlage da. Wir haben heute die höchste Saisonniederlage kassiert. Wenn ich es chronologisch betrachte, ist es so, dass wir sehr, sehr gute 35 Minuten hatten. Das war taktisch auf einem sehr hohen Niveau. Damit der auch frühen Auswechslung von Saarbrücken wurde dann auch nochmal umgestellt und zurück umgestellt. Und ich finde, dass wir das 35 Minuten wirklich im Griff hatten. Wir haben Spielkontrolle gehabt, haben so die 100%ige Torschance vermissen lassen, aber hatten ein komplettes Spiel aus meiner Sicht im Griff. Und dann mit der Standardsituation zum 0-1 dreht sich es ein bisschen. Dann haben wir Probleme. Ich bin froh, dass wir dann in die Halbzeit gekommen sind mit keinem zweiten Gegentor. Haben uns dann noch mal ein bisschen was vorgenommen für die zweite Halbzeit. Und dann so ein bisschen der Knackpunkt war dann das zweite Tor aus einer eigenen Standardsituation, wo wir dann einen Konter bekommen. Das darf uns nicht passieren. Und das ist dann hammerhart für uns, weil wir, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben Saarbrücken alles abverlangt. Dritte Tor ist für mich abseits, aber ja, zum Schiedsrichter vielleicht. Ich mache das wirklich sehr, sehr selten, aber ich will einfach mal festhalten, dass ich die Leistung auf beiden Seiten nicht gut fand, mit der Gefahr, dass ich jetzt hier als schlechter Verlierer dastehe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistung war einfach nicht gut. Und das wollte ich benennen. Ansonsten wünsche ich dem ersten FC Saarbrücken alles Gute. Wir werden uns dann in dieser Saison nicht mehr wiedersehen und hoffentlich für euch nächstes Jahr dann auch nicht mehr. Und wir arbeiten das auf, gucken uns die Gegentore an, weil das ist natürlich nicht so gut. Und dann geht es nächste Woche in Stadt Allendorf zum letzten Heimspiel und dann geht es auch in die wohlverdiente Winterpause, weil es ja sehr, sehr viele Spiele waren. Und ich glaube, ab 1. Dezember darf man das sagen, frohe Weihnachten für alle. Danke. Vielen Dank. Dirk, Glückwunsch. Was sagst du zum Spiel? Ja, also ich möchte erstmal bei der Mannschaft anfangen, bevor wir so ein bisschen aufs Spiel eingehen. Also deswegen möchte ich der Mannschaft jetzt erstmal für dieses Spiel, was sie heute abgerissen hat, ein Riesenkompliment machen, weil ich schon glaube, dass das vor dem Spiel und auch während des Spiels eine ganz, ganz schwierige Aufgabe war. Dass wir mit dem SC Freiburg eine absolut Top-Mannschaft auch heute 3-0 bezwingen konnten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, wir haben alle gesehen, was heute los war. Wir haben richtig Probleme gehabt, so ins Spiel zu kommen. War alles so ein bisschen träge, schwierig. Haben trotzdem eine riesen Chance über den Jahrendorf, das 1-0 zu machen durch den langen Ball, wo den Ball nicht sauber genug trifft. Und machen dann das 1-0. Was uns mit Sicherheit richtig geholfen hat, auch ins Spiel reinzukommen. Den Zugang dann noch, ja, leider muss ich es so sagen, aber vielleicht war die Verletzung von Benny gar nicht so verkehrt. Wir hätten zwar dann auch mit Benny während der ersten Halbzeit schon umgestellt, weil ich erkannt habe, dass wir keinen Zugriff bekommen und Freiburg zu viele Spielanteile hatten, haben dann umgestellt und da hat es eigentlich richtig gut, dann haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Dann kam Freiburg wieder aus der Pause, wieder mit einer neuen Idee, wieder mit einer Systemumstellung, wo wir in der Halbzeit aber schon drüber gesprochen hatten, dass wir da eventuell dann 4-4-2 erwarten. Im Grunde genommen muss ich sagen, war es vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir dadurch im Zentrum mit dem Manu, mit Holzi, mit Fanol Überzahlen mehr ich hatten und das haben wir auch richtig gut ausgespielt. Die Jungs haben das sehr, sehr gut aufgezogen und ich glaube, so wie wir es dann in der zweiten Halbzeit auch durchgespielt haben, also ein hochverdienter Sieg. Eine Torschance haben wir zugelassen, wo der Platz unten hält, ruft aber selber Leo, sodass Zelle da weg bleibt. Aber ansonsten haben wir wirklich gar nichts zugelassen am Spiel und deswegen sage ich aus meiner Sicht, total verdienter Sieg, einer schwierigen Aufgabe, wo vieles abverlangt wurde und wir sind heute wirklich, wirklich glücklich. Danke. Vielen Dank. Horst sitzt heute eine Reihe weiter hinten, aber trotzdem die erste Frage, bitte. Ja, falls du Benjamin Kessler was gerade sagen, hat er auch einen Puls oder so? Nee, Knie ist es, aber was genau ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Gibt es weitere Fragen? Rick? Ja, kann jemand auf dem Podium nochmal auflösen, was da kurz vor der Halbzeitpause war mit dem vermeintlichen Strafstoß, der dann keiner war und doch wieder und dann wollte Jakob schießen und dann war auf einmal nichts mehr? Also das hat sich für uns nicht so richtig erschlossen. Wir haben zwar ein Gerücht gehört, was da los gewesen sein soll, aber so richtig handfest ist das immer noch nicht. Ja, ist natürlich schwierig. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, nach den letzten Erfahrungen, gewisse Schiedsrichterentscheidungen nicht mehr direkt nach dem Spiel zu kommentieren, bevor man nicht selber die Dinge am Fernseher mal gesehen hat. Fakt ist, dass der Schiedsrichter alleine, glaube ich, 10 Sekunden gebraucht hat, um überhaupt auf den Punkt zu zeigen. Also kann das Signal eigentlich nur von außen gekommen sein. Dann war ein langes Hin und Her, weil sich die Freiburger aufgeregt haben. Dann wollte der Linienrichter scheinbar auch nicht mehr davon wissen. Aber hundertprozentig weiß ich jetzt auch nicht, ob die Initialzündung von außen kam. Und das hat dann dazu geführt, dass ihn Sebi gefragt haben, ob er den Ball mit der Hand gespielt hätte. Er sagte, ich weiß es nicht genau, ich treffe mit der Hand, aber gleichzeitig auch der Freiburger. Und ja,
Somit hat der Schiedsrichter sich entschieden, dann den Elfmeter zurückzunehmen. Und ich habe in der Halbzeit auch gesagt, wenn es einen Fußball dort gibt, können wir das zweite Tor machen und dann wird diese Aktion auch belohnt. Und Gott sei Dank ist es so gekommen, nicht nur, dass wir dann das zweite und dritte noch gemacht haben, sondern auch Sevi selber noch erfolgreich war. Also von daher kann man jetzt nach einem 3-0 natürlich sagen, alles richtig gemacht. Ich habe zum Schiedsrichter alles gesagt. Dann hatte Dominik noch eine Frage. Dirk, du hast die Umstellung angesprochen auf Viererkette. Wenn man sich die Außenverteidiger angeguckt hat, Tobi Hennig hat natürlich nachgeguckt, hat in Rostock mal 3 Spiele hinten rechts gemacht. Ob Rosé irgendwann mal in der Jugend ganz hinten links gespielt hat, weiß ich nicht, was er keine Bedenken gehabt, dass das stabil genug sein könnte. Weil hinterher kann man ja sagen, es hat super funktioniert. Nee, wenn ich im Spiel schon Bedenken gehabt hätte, dann hätte ich es mit Sicherheit nicht gemacht. Aber es war schon so, dass wir vor der Verletzung von Benni eigentlich schon damit beschäftigt waren, wie wir es ändern wollen. Und hatten das auch vor dem Spiel sogar schon mal kurz intern angesprochen, dass wenn wir keinen Spiel bekommen, was dann letztendlich auch lange Zeit so war, dass wir auf Viererkette umstellen wollen. Und hätten es dann aber mit Benni auf der rechten Außenverteidigerposition gerne gemacht und Joe hinten links. Und hätten dann... ja, wie gesagt, den Markus Mendler dann nach links gezogen und den Gili auf rechts. Also dementsprechend waren wir schon ein bisschen vorbereitet und das Vertrauen war da, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Nachfrage nochmal. Nochmal kurze Nachfrage. Manuel Zeitz hat die 5. Gelbe gekriegt, was wir nicht gesehen haben. Und dann hat sich Fahrer am Schluss nochmal an die Bade gegriffen. Ja, war dann auch so. War das für mich keine Verletzung? Ja, waren nur Krämpfe, also von daher nichts passiert. Gibt es weitere Fragen? Dann scheint alles geklärt zu sein. Dann kommt gut nach Hause. Danke. Euch auch frohe Weihnachten. Wir warten mit den Weihnachtswünschen noch bis nächste Woche gegen Stuttgart. Aber schönes Wochenende.